Dass sich Sparen eigentlich schon längst nicht mehr lohnt, dürfte den meisten Deutschen wahrscheinlich mittlerweile bewusst sein. Trotzdem liegt das meiste Geld immer noch auf Festgeldkonten und eine Aktienkultur in Deutschland, das ist nach wie vor ein Fremdwort. Woran das liegt, das möchte ich heute wissen von Professor Dr. Hendrik Wolf von Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Herr Wolf, lassen Sie uns erstmal den Begriff näher definieren. Was ist eigentlich eine Aktienkultur? Was steckt in diesem Wort drin? Ja, es gibt gar keine so eindeutige Definition. Man kann es eher quantitativ festmachen, dass man zum Beispiel die Frage stellt, wie viel Prozent der privaten Anleger haben Aktien oder auch wie viel Prozent des privaten Geldvermögens sind in Aktien investiert. Aber man kann es natürlich auch qualitativ sehen. Welche Rolle spielt die Aktie insgesamt in der Wirtschaft? Wie geht man mit dem Thema um? Ist es für Unternehmen attraktiv, über Aktien sich zu finanzieren? All das sind natürlich auch wichtige Teile einer Aktienkultur. Wer und beziehungsweise auch was trägt denn eigentlich zu einer guten Aktienkultur bei? Das sind letztlich alle Seiten. Es sind zum einen die Anleger, die über ein gewisses Wissen verfügen sollten über Aktien, die auch mit einer gewissen Ruhe damit umgehen sollten, also nicht hektisch auf jede Bewegung aufspringen, auch nicht sofort beleidigt sein, wenn es mal nicht so läuft. Dann natürlich auch die Unternehmen, die die Aktie richtig einsetzen sollten, die fair mit ihren Aktionären umgehen sollten, sie auch partizipieren lassen in guten wirtschaftlichen Situationen. Aber wichtig natürlich auch die Finanzintermediäre, Banken und Börsen, die diese Aktienkultur mit pflegen können, die sagen wir, sehr viel dafür tun können, um auch die Aktie nach vorne zu bringen. Und es ist auch das weitere Umfeld. Das heißt, die Politik, die mit ihren Gesetzen natürlich dazu beiträgt, ist eine Aktie steuerlich attraktiv im Vergleich zu anderen Anlageformen. Aber natürlich letztendlich auch die Medien. Wie findet Berichterstattung über Aktien statt? Ist es sehr stark fokussiert auf einzelne Skandalfälle, auf einzelne Erfolge oder mehr auch, wie das System Aktie zum Beispiel für die Altersvorsorge eingesetzt werden kann? Nun ist es so, in den USA besitzt fast jeder Zweite eine Aktie. In Deutschland ist es gerade mal jeder Achte. Warum tun sich die Deutschen so schwer mit dem Thema Aktie? Ja, wenn man so mit dem Fußball sprechen könnte, wir lagen eigentlich immer schon hinten gegenüber den USA. Die Aktie hat in den USA eine Erfolgsstory geschrieben und die schreibt sie weiterhin. Man wächst geradezu mit der Wall Street auf. Personen wie Warren Buffett sind jedem in den USA bekannt. In Deutschland ist es eigentlich eher eine Geschichte von Misserfolgen. Man hat in den 60er Jahren die Volksaktien versucht mit Faeber, mit VW, mit Privatisierungsaktionen. Dann kamen ausgerechnet die 70er Jahre, wo für den Aktienmarkt gar nichts lief. Man hat es 99 wieder versucht mit der Telekom-Aktie als neue Volksaktie. Geschichte kennen wir, Absturz, auch Absturz des neuen Marktes. Und dann die Finanz- und Wirtschaftskrise, die an für sich mit dem Aktienmarkt gar nichts zu tun hatte, aber die ihm auch wieder angekreidet wurde. Das heißt, man hat hier letztendlich immer wieder Bestätigung für diejenigen, die sagen, Aktien sind nichts für mich, viel zu riskant, obwohl langfristig der DAX sich hervorragend entwickelt hat. Um schlussendlich noch die Abschlussfrage zu klären, was muss in Deutschland passieren, dass sich endlich eine breite Aktienkultur durchsetzt? Es gibt ja manche, die sagen, es sind eigentlich alle mit über 20 Jahren sind schon verloren für die Aktie in Deutschland. Aber es ist schon was dran. Man muss wahrscheinlich bei Jungen ansetzen, bei Schülern, bei Studierenden hier das Thema Aktie einfach auch vermitteln in den Schulen, an Hochschulen. Auch das Ganze etwas spielerischer angehen. Das heißt, dass man auch hier selber mal Aktien besitzt, dass man zur Hauptversammlung geht, dass man mit Geschäftsberichten arbeitet, dass man einfach hier auch eine gewisse Stimmung schafft für die Aktie. Und ich denke mir auch, dass die weitere Entwicklung, nämlich sehr niedrige Zinsen und eigentlich keine Alternative für die Altersvorsorge, sicher auch dazu beitragen können, zu einer Aktienkultur zu kommen. Professor Dr. Hendrik Wolf von Wolf & Hecker Finanzconsulting AG aus Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch.